Flitz. Ist jetzt 8 Uhr rum irgendwie so. Ja, habe ich schon gefrühstückt, dann bauen wir ab und dann kommt heute die Bergetappe über die Wasserkuppe wahrscheinlich. 10 nach 9, es geht los! Jetzt erstmal durch den Stadtpark. Verlassen wir den Park. Schön steil runter hier. Das ist der Marktplatz hier. Fahren wir einmal rum um das Ding. Moin. Hier wird Einrad gefahren in Schlitz. Oh, wir sind auf Strecke. Nächstgrößerer Ort Fulda fahren wir vorbei. Gersfeld. Und dann Richtung Fulda-Quelle, Wasserkuppe. Noch ist es frisch. Also angenehm. Aber die große Sonne kommt wieder mittags. Jetzt in Frott. Hier wäre auch ein Übernachtungsplatz gewesen. Mit Schlafwagen und sowas alles. Alte Gehöfte hier. Und hier geht es zu dem Übernachtungsplatz. Gucken wir uns mal an. Hier wäre das gewesen. Aha. Naja. Nee, nee. Hier hinterzu. Wäre die Camperwiese gewesen. So, jetzt hier über die Fulda. Hier der Pforter See, auch Camper hier unterwegs. Musik.
Da gibt es gekühlte Getränke am Wegesrand. Und Ulle war sauber, Heble. Ganz neue Erkenntnisse. Na, gehen wir mal rein hier in die Halle. Ersten 6-7 Kilometer weg. Schützenhalle ist das hier. Benutzung auf eigene Gefahr. Aha. Riesenfestzahl. Ja, aber die sind leer, die Getränke. Ah, guckt mal hier. Kasse des Vertrauens. 2,50. So, nett hier am Rand, diese Schützenhalle. Gekühlte Getränke, Strombips, Toilette, alles da. Könnte man sehr übernachten. Ah, jetzt wird es schon hügeliger, kurz vor Fulda. Naja, geht zur Quelle heute. 950 Meter ist die Wasserkuppe hoch. Fulda. Nee? Ach so, das ist ein anderer Fluss hier. Aber schön. Sehr schön. Weiter geht's. Jetzt kommen die Hügel. Die ersten Ausläufer der Rhön. Auch machbar auf dem Rad. Wir haben ja drei Gänge vorne. Kämmerzell sind wir jetzt.
ist ja schon die Rhön. Da ist ja schon die Rhön links. Wasserkuppe. Marbertel. Ja, schon im Dunstkreis von Fulda. Ja, voraus schon Fulda. Und ganz hinten die Rhön, schwach zu erkennen. Da geht's denn für uns hoch. Alte Eisenbahnbrücke. Das ist Fulda. Fährt man fast nur im Grün durch. Da kommen wir doch noch ein bisschen in die Stadt. Weinfest Fulda. Kommt ihr da von Lauterbach? Grob, ja. Grob, ne? Ja. Da geht Fulda hoch. Erstfeld. Ah, okay. Wir wollen bis zur Quelle und dann die Wasserkuppe. Rockviertel. So, haben wir noch ein paar Meter gesammelt. Jo. Jo, schöne Reise noch, wa? Sieht doch mal interessant aus. So, jetzt sind wir in Fulda am Dom hier. Großes Veranstaltungsgelände hier aufgebaut. Gehen wir mal rein. Schlosspark hier. Im Schlosspark wird viel gebaut, aber wir haben jetzt doch einen Weg gefunden.
Da geht er runter durch Fulda. Fulda bei Fulda, in Fulda. Sehr schön gestaltet hier. Der grüne Ring um Fulda. Damit liegt Fulda hinter uns. Hinten nochmal Fulda. Eben kurz Päusli gemacht. Nun geht's weiter nach Gersfeld. Ah, hinten sind schon die Berge der Rhön zu sehen. Aber Rot. Ich erzähl. Jetzt geht es langsam hoch. Schön gemütlich. Schön. Ja, fein. So, wir kommen jetzt ins Hügelgelände. Die Suppe läuft. Aber ihr wisst ja, ohne Suppe geht es nicht auf die Wasserkuppe. Das war ja wieder eher ganz tief aus der Mottenkiste. Was? Eine halbe Stunde überlegt darüber. Haben wir das so der Brainstorming gemacht?
Jetzt geht's hoch. Malno! So, sind wir hier am Forellenhofladen mit singender Forelle. Kühle Dradler jetzt. Jetzt geht sie mir in die Hügel rein. Ja. Hier ist ja was los. Forellenhof hier, herrlich. Wunderbare Einkehr. Jetzt hat zwei so, halb drei, dann machen wir weiter. So, nach der Radlerpause geht es jetzt weiter, den Anstieg in der Hitze. Oh. Jetzt hier auch noch so eine Serpentin hoch. Da unten sind wir hergekommen, windet sich hier immer weiter hoch. Oh. In der brütenden Hitze. Meine Herren. Wir haben Gersfeld erreicht. Oh. So, jetzt kommen wir wieder in den Straßenabschnitt. Geht schon besser. Ich
Junge, Junge. So, wir sind jetzt im Aufstieg zur Wasserkuppe. Da jetzt hoch, man sieht das natürlich wieder nicht. Noch 6,2 Kilometer und rund 350 Höhenmeter. Hier ist schon mal eine kleine Ausschilderung. Knofe auf der Wasserkuppe. Da sind viele Segelflieger unterwegs. Gibt es glaube ich auch ein Museum drin. Hier sind wir. Obernhausen, Fuldaquelle, Wasserkuppe. Oh. Oh, jetzt mal ein Stück gerade einigermaßen. So, Obernhausen erreicht. Ich glaube, letzter Ort vor der Fuldaquelle. Und dann geht es ja nur noch auf die Wasserkuppe. Oh. Die letzten Meter zur Fuldaquelle. Ich muss ein Stück laufen jetzt. Ging nicht mehr. Wo geht das hin? Oh, hier ist er. Fuldaquelle. Erreicht. Die Fuldaquelle, Auslauf der Wasserkuppe. Hinten ist die Wasserkuppe und hier hat man im Prinzip den Ausblick vom Ort der Weserquelle in die Rhön. Und hier die Weserquelle. Weser, Fuldaquelle. Hier ist er. Die Quelle. So, haben wir es geschafft. Dritten Flussradweg dieses Jahr. Vierten habe ich schon. Habe ich die Dame noch. Oh, hier geht die Straße hier. Fahren wir jetzt noch hoch. 100 Höhenmeter zur Wasserkuppe. Da vorne ist schon die Radarstation. Hier ist der Flugplatz. Hier ist das Segelflugmuseum.
Aber da gehen wir jetzt nicht rein. Wir fahren noch bis zu der Radarstation. Allerlei Gastronomie hier. Naja. Grün, wild. Waffelhaus. Aha. Schneemobile. Oh, hier sind Modellflugzeuge. Die werden eingepackt. Viel los hier oben. Zurück, ist immer falsch. Wieder kugelt das Ding. Gleich über den Acker hier. Gleich über den Acker. Wir sind falsch, wir rücken zu der Radarkuppel. Da wollen wir hin. Zur Kuppel. So, damit haben wir es erreicht. Höchsten Punkt Hessens. Radom heißt das. So, das ist Radom auf der Wasserkuppe. 950 über Null. Höchster Punkt Hessens. Sicht etwas bescheiden heute. Naja, bauen wir mal oben, wa? Jetzt geht's nur noch bergab. Carsten noch Fotos gemacht hier. So macht man sich verdient. Fotograf. So, fahren wir den Bogen hier noch einmal ab. Blick ins Land. Ja. Da unten sind wir hergekommen. Ganz schön. Mit dem Rad, das ist schon eine gute Leistung. Und jetzt rollt's runter. Jawohl. So, jetzt wieder abwärts. Hier die Wetterstation. Hier nochmal das Segelfliegermuseum. Leichte Brise geht auch, wie man an der Wetterfahne da oben sieht. So, dann jetzt abwärts. 350 Meter runter. Herrlich. Haben wir uns verdient.
geht erstmal durch den Wald hier. Oh, mit Reiserad gar nicht so easy. Wüstensachsen sind wir schon, naja, Zielort. Was eine geile Abfahrt. Wir wollen gerade noch mal einkaufen bei Tegut. Jetzt hier zum Campingplatz. Noch mal ein kleiner Anstieg zum Schluss. Seht ihr die oder was? War jetzt kein Strom, wa? Ja, gar nicht. Ohne Strom ist scheiße. Oder ist die Hütte da offen? Nee, das ist ja blöd ohne Strom. Und das ist ja hoch. Das ist 1,6. Naja. Hier ist so ein Platz mit Feuerstelle und kleinen Teich, aber ohne Strom. Ist das doof. 6:30 jetzt. Wir sind in Wüstensachsen. Zielort im Prinzip erreicht. Ja, es gibt hier noch einen zweiten Platz. Den fahren wir jetzt an. Das ist Wüstensachsen. Ein bisschen außerhalb ist er von Wüstensachsen.
vorne. Da ist es. Der Rhön Campingpark. Aha. Da sind wir schon. Da sind wir. Oh, Campingpark. Rhön Park, oder wie es heißt hier. Unsere Zelte stehen. Hier wird neu gepumpt. Villa Riva schon gefilmt, oder wird die Villa Bajo noch gepumpt? So schaut's aus. 6:30 durch, ein bisschen später geworden, aber dadurch, dass wir noch auf der Kuppe waren, hat sie gelohnt. Und die Altstadt von Fulda angeguckt. Jo, jetzt werden wir gleich schnabulieren.